Dani, dann guten Abend zusammen zum Infoabend vor der Bibel, weil ich dachte mir, dass uns gemeinsam nicht langweilig wird, so ab dem 20. Dezember bis zum 6. Januar. Dann dachte ich mir, dann gehen wir noch mal. Oder vielleicht für manche das erste Mal, für manche schon mehrmals und vielleicht ein neuer Bewusstseinsschritt, was nicht in der Bibel steht. Die Bibel beginnt ja dann erst, wenn wir es wirklich ernst nehmen, beginnt die Bibel erst mit der zweiten Schöpfungsgeschichte und nicht mit der ersten Schöpfungsgeschichte. Und dahinter gibt es ja eine erste Schöpfungsgeschichte, die weder in der Bibel erwähnt wird, noch großartig außen in der Welt unterwegs ist. Es ist dann, wie es so schön heißt, kabbalistisches Wissen. Und ja, das wollen wir dann an den drei Abenden durcharbeiten. Lass es uns mal durchgehen, nochmal von der Bebilderung her. Es gibt einen, der nennt sich im kabbalistischen Wissen. Bitte, Kabbala heißt mündliche Überlieferung, Auslegung der Bibel vor dem, wenn es mit der Bibel losgeht. Das ist kabbalistisches Wissen. Ist sehr, sehr lange Zeit, das könnt ihr nachlesen, nur hinter verschlossenen Türen von Mund zu Ohr weitergegeben worden. Und das war's. Und Masse außen sollte dann ab Beginn der Torahrolle, ab Beginn der Bibel, wenn wir es so nennen wollen, mit dem Wissen in Kontakt kommen und nicht mit dem Wissen dahinter. Warum auch immer, fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Und da gibt es einen heiligen Alten, der, wenn man ein bisschen salopp formulieren, der Chef von allem ist. Also nicht den Gott, den wir kennen, ist der große Chef, der große Boss. Ich sage immer gerne, ein bisschen einfach formuliert, er ist der Aufsichtsratsvorsitzende. Und der wird Heilige Alte genannt. Und der hatte eine Idee. Den Menschen die Liebe erfahrbar machen zu lassen, die er kennt, wo das Wort Liebe jetzt schon wieder gefährlich ist, wenn wir dieses Wort Liebe tauschen in das Wort 1-4-Verbindung, dann kommen wir auf die richtige Spur. Denn die 1-4-Verbindung ist Liebe. Andere Liebe, als wir von Menschenseite her kennen, das wird dann in der Kabbala als Liebe bezeichnet, wenn die Verbindung hergestellt ist. So. Dann, also er möchte den Menschen die 1-4-Verbindung erfahrbar machen. Das ist das Ziel dahinter. Das große Ziel. Und vielleicht hatte er damals schon Angst, dass die nicht mehr zurückkommen, dass jede Seele eine Rückfahrkarte dabei hat. Das heißt, wenn sie wegziehen, müssen ja wegziehen, um die Liebe erfahrbar zu machen, die 1-4-Verbindung erfahrbar zu machen, dass sie auf jeden Fall alle wieder heimkommen müssen. Das war noch dabei. Und das Dritte ist, dass jeder Mensch hier unten auf Erden in Freiheit leben muss. Er muss selber vor die Entscheidung, er wird vor die Entscheidung gestellt, welchen Weg möchte ich gehen? Den linken Weg oder den rechten Weg? Der linke wäre ab symbolisch in die Hölle und der rechte Weg wäre zur 1-4-Verbindung. Diese Freiheit erleben wir ja zur Stunde auch außen. Und die hat jeder von uns. Wenn wir
von dem Punkt ausgehen, natürlich, wenn wir mal hineindenken und uns die ganze Bibelgeschichte mit den ganzen Eigenschaften und Vorarbeiten, die geleistet werden mussten, sowohl Eigenschaften, diesen Weg nicht zu gehen, der Eins-Vier-Verbindung, sondern in das Böse hineinzugehen, wie Eigenschaften, dass der Mensch diesen Weg gehen kann. Der Mensch war symbolisch bitte gesehen, ja, erstmal rohes Material. Jetzt mussten, und das ist ja die Bibel, ihm Eigenschaften gegeben werden. Denkt an Kain und Abel, denkt an Lamech, denkt an Noah, denkt an Abraham und weitere. David, Goliath, sind ja alles Eigenschaften im Menschen. Die mussten erst alle mal installiert werden, symbolisch wieder, bevor wir ihm dann auch diesen Rückweg, die Eigenschaft des Rückwegs installiert werden musste. Denkt an Mose, denkt an Aaron, denkt an den Sohn von Mose, denkt an Nun. Das sind ja alles Eigenschaften im Menschen. Und er hat natürlich auch die Eigenschaft, denkt an Pharao, das Ungebändigte im Menschen. Und so wurden beide Möglichkeiten, damit er hat ja diese Freiheit hier unten, jetzt braucht er auch diese beiden Eigenschaften, diesen beide Wege gehen zu können. So, das war das Dritte. So, nochmal, einmal die Eins-Vier-Verbindung, dass der Mensch sie erlebt. Das Zweite ist diese Rückfahrkarte. Er muss auf jeden Fall wieder heimkommen. Und das Dritte ist eben, dass er, der Mensch, wirklich selber entscheiden darf, welchen Weg er geht. So. Da der Heilige Alte, so wird er genannt, manchmal heißt es auch der Allverborgene, der Heilige Älteste. Wir dürfen uns bitte in diesem Fall keine Vorstellung machen, weil unsere Gedanken hier in der vierten Welt, in dieser Welt, unser Denken, unser Bewusstsein nicht im Entferntesten ausreicht, sowas denken zu können. Wenn wir es mit unseren irdischen Gedanken ein bisschen versuchen, das ist wirklich nur ein Versuch, das nachzuvollziehen, dass man es irgendwie hinbekommt. Ja. So, dann haben wir, ich habe hier auch hergeschrieben, dies übersteigt die menschliche Vorstellungskraft und ist für menschliches Denken nicht wirklich zugänglich. Dann ist es wie häufig in der Geschichte, wenn wir biblisch hineindenken, es gibt immer erstmal die Eigenschaft selber und dann muss sehr häufig noch die Möglichkeit geben, diese Eigenschaft anzuwenden. So, jetzt hat der Mensch diese Eigenschaft bekommen. Ja, die Eigenschaft alleine ist halt die Eigenschaft. Denk bitte wie zum Beispiel bei Mose. Mose macht nichts, tut nichts. Nicht wirklich. Er hat dieses Wortwissen und sein Bruder Aaron muss das Ganze umsetzen in uns. Mose ist nur bitte in Anführungsstrichen, einmal das Wissen um die 1-4-Verbindung und wie man zur 1-4-Verbindung kommt, dieses Wissen. Machen muss es dann immer Aaron als Eigenschaft in uns. Ja? Und deswegen heißt es ja auch, jeder Mensch besitzt die Eigenschaft. Jeder Mensch hat die Eigenschaft. Jeder Mensch hat das Wissen. So, und jetzt, wie auch hier, der Heilige Alte ist sozusagen, ist das Wissen. Und jetzt muss natürlich wieder einer her, der dieses Wissen irgendwohin transportiert. Irgendwohin. Und das Ganze natürlich umsetzt, was der Vorstandsvorsitzende möchte.
Und Gea heißt der Alte der Tage. Es ist der, er wird auch noch, es ist der sozusagen, der jetzt irgendwas machen muss, damit das umgesetzt wird, was der heilige Alte möchte. Und der wird der Alte der Tage genannt. Er transportiert jetzt diese Idee in den Ursprung. Die im Bibelkurs waren, wissen, dass es da einen Ursprung gibt, in dem dann bestimmte Sachen drin sind, damit wir die Reihenfolge einhalten. Der Ursprung wird auch das höchste Bewusstsein genannt im Menschen, weil auch wenn wir es jetzt geschichtlich machen, im Sinne, dann ist das geschehen, dann ist das geschehen, dann ist das geschehen, haben wir ja hier dieses aushalten können, dass es gleichzeitig in uns wohnt, was jetzt ab jetzt geschieht. Und der Ursprung wird im alten Wissen das höchste Bewusstsein genannt. In Einweihungswegen wird es genannt das Allerheiligste. Und wir werden dann auch im Kurs durchgehen, die verschiedenen Begriffe nochmal, damit wir dort auch nochmal was haben. Also, diese Idee vom Alten der Tage wird hinüber transportiert in den Ursprung, wie es heißt. Anderes Wort für Ursprung wäre auch das absolute Sein, das höchste Sein, das Nichts, die Leere, das Ewige, die Quelle der Schöpfung, Nicht-Dualität, Nicht-Erschaffenheit, der Zahlenwert urhebräisch 1000. Nur um ein paar Bilder zu haben. Und dort wird jetzt alles, was vom Heiligen Alten stammt, durch den Alten der Tage, in den Ursprung symbolisch transportiert, damit wir wieder einen geschichtlichen Ablauf haben, fürs Verständnis den geschichtlichen Ablauf. So, im Ursprung, wie immer, brauchen wir jetzt wieder einen Gott. Wenn wir mal hineindenken, was uns die Kirchen erzählen von diesem einen Gott, und es ist nur einer und wird nur einer sein, können wir wirklich mal großes, großes, großes Fragezeichen machen. So ist es in den Überlieferungen nicht. So, der heißt JHWH, dieser Gott, der, jetzt mal in unserer Einkleidung, der Vorstand des Ursprungs ist. Er hat ja darüber noch seinen Vorstandsvorsitzenden, der weiter hinten ist, hinten in Anführungsstrichen, gell? Das ist der Gott, der mit uns was zu tun hat. Der Heilige Alte hat nicht wirklich mit uns was zu tun. Der wartet, er hatte die Idee jetzt und hat noch gesagt, okay, die kommen mal wieder zurück und die müssen selber entscheiden, was sie machen. Also, das ist der Ursprung. Der Ursprung teilt sich jetzt nochmal in drei Bereiche auf. Ich benutze jetzt kabbalistische Worte. Ihr denkt, der Ursprung ist noch alles nicht hier, gell? Ich hatte vor ein paar Tagen mal eine Frage, was ich unter Urknall, was die Wissenschaft unter Urknall versteht. Im besten Fall dann, wir würden das nie so nennen, das wäre dieses Rauslaufen aus dem Ursprung, etwas rauslaufen. Weil damit ist der Startschuss dann gegeben. Also es gibt das Ein, das ist im Ursprung der Teil Ewigkeit. Anderes Wort für Ewigkeit wäre das Nichtsein, die leere, grenzenlose Quelle. Und dieser Gott, JHWH, sitzt in diesem Teil, in Ein. A-I-N, hebräisch, okay? Es gibt, weiß nicht mehr, wo ich das her habe, Ein, dieser erste Punkt,
ist der Anfang und das Ende, ist gut und böse, ist Licht und Finsternis und ist es nicht. Menschliches Bewusstsein wieder bleibt auf der Strecke hier. Der zweite Bereich, jetzt können wir wieder sagen, okay, jetzt ist es wieder da drin, ist da schon eine Energie da, eine Kraft da, eine Transportmöglichkeitsenergie da. Muss man wieder sagen, nee, ist nicht da. Also, was ist wieder die Konsequenz? Wir brauchen da drin was. Und jetzt ist es natürlich für menschliches Bewusstsein unmöglich, sich vorzustellen, dass im Nichts eine Energie ist. Es ist doch nichts, haben wir gerade noch gesagt, es ist Ewigkeit. Und unabhängig davon muss in der Ewigkeit, im Nichts, in der totalen Einheit eine Energie sein, die die Möglichkeit besitzt, es weiter zu transportieren. Und das wird Ein Sof genannt. Wir finden das auch in der Bibel, diese, wenn es heißt, es gibt die oberen Wasser und die unteren Wasser, wenn ihr euch erinnert, die im Bibelkurs waren. Hier berühren wir so einen Eckpunkt. Es wird was drin bleiben, die oberen Wasser, es gibt die unteren Wasser, und das ist sozusagen diese Teilung dort in diesem Bereich dann. Aber wir gehen wieder hier rein. Also, jetzt haben wir das Nichts. Dieses Nichts hat jetzt Handlung bekommen, irgendwas umsetzen können bekommen. Nochmal, für menschliches Bewusstsein nicht vorstellbar. Dann kommt ein dritter Bereich, der nennt sich Ein Sof auch. Das Urlicht kommt jetzt mit ins Spiel, weil dieses Urlicht muss eines Tages raus. So, ist aber noch nicht, weil wir sind noch im Ursprung. Im Ursprung gibt es die Ewigkeit, dann diese Transportmöglichkeit, Ein Sof. Und jetzt kommt noch Au dazu, das heißt Licht. Licht können wir auch sagen, Bewusstsein. Nur hier handelt es sich bitte um ein anderes Bewusstsein, als wenn wir heute sagen, da gibt es ein Oberbewusstsein, Unterbewusstsein, Unbewusstes. Dieses Bewusstsein ist noch in Einheit. Es ist die 1-4-Verbindung, dieses Urlicht. Ihr kennt, denke ich, alle den Ausspruch, alles ist Licht. Wenn man von dort her kommt, dann stimmt es, alles ist Licht. Nur dieses Licht in einem, hier unten in einer ganz, ganz, ganz anderen Form als dort oben. Und doch ist es dieses Licht. So, und hier habe ich wieder, dies übersteigt die menschliche Vorstellungskraft, reingemacht. So, also. Das Licht ist drin, ist aber noch nicht draußen. Und wenn wir uns vorstellen, hier gibt es jetzt, das ist ja der Ursprung, nur die Sonja möchte noch rein. Ja, das ist, seht ihr das ein bisschen? Ja, genau. Das ist jetzt der Ursprung, nur das ist der Ursprung, mehr nicht. Und drumherum gibt es nichts, überhaupt nichts. Gibt es nichts. Wo soll denn jetzt das hinfließen? Bitte, hier dürfen wir auch immer wieder sehr logisch hineindenken. Ich meine aber bitte andere Logik, als das wir kennen, 1 und 1 ist 2. Und doch ist eine Logik drin. So, also, jetzt haben wir das. Nichts ist drumherum. Es gibt nur den Ursprung. Und jetzt kann man sagen, man muss ja irgendwas herkommen. Irgendwas müssen wir jetzt machen, damit um den Ursprung was ist, wo die Sachen hinfließen können. Sonst würden sie ja in die Leere fließen, ins Nichts fließen. So, und damit berühren wir einen Punkt mal in der Bibel. Gott schuf Himmel und Erde. Das ist damit gemeint. Erde
ist nicht unsere Erde hier auf Erden gemeint, sondern in der Übersetzung heißt es Feld der Schöpfung. Deswegen, normalerweise können wir uns den Spruch sparen. In der Bibel wird er auch nur als Art Überschrift verstanden im alten Wissen. Gott schuf Himmel. Himmel sind bestimmte Prinzipien. Und Erde meint dieses Feld der Schöpfung drumherum. Niemals unsere Erde hier auf Erden. So. Also, jetzt haben wir das Drumherum. Das Baugrundstück. Wir haben den Ursprung, da ist die Ewigkeit, da ist irgendwas drin, was bewegen kann, und das Urlicht ist mit drin. Aber es ist noch nichts bewegt. Jetzt brauchen wir wieder jemanden, der uns das rausnimmt aus dem Ursprung. Der muss aber selber aus dem Ursprung kommen. Dann gibt es einen Gott, der wird jetzt der Schöpfergott genannt. Der nennt sich Elohim. Das ist der eine Überschrift, der aktive Aspekt des Seins, der handelnde Gott. Der wird Elohim genannt. Und der ist jetzt der, es liegt noch im Ursprung auch Adam Kadom, das wird der Urmensch genannt. Hat Adam, kennen wir später, von unserem Adam im Garten von Eden. Es ist sozusagen im kabbalistischen Wissen das gesamte Abbild von allem. Das wird Adam Kadom genannt, von allem. Und manchmal lesen wir auch, dass aus den Augen Adam Kadoms das Urlicht rauskommt. Also als Bild, als Einkleidung. Adam Kadom ist der Urmensch. Es gibt auch immer wieder den Spruch, es war einer und es wird wieder einer. Wenn wir ein bisschen magisch hineindenken. Es war einer und wird wieder einer. Und alles, was jetzt folgt, kommt aus dem heraus. Deswegen müssen wir auch sehr fürsorglich darauf achten, wenn wir den Bibelkurs immer weiterziehen und dort an den Moment geraten, wo es heißt, aus dem Adam Kadom kommt der Adam heraus. Die Gefahr könnte sein, dass wir dann denken, ja, das bin jetzt ich allein. Nee, hier sind immer alle Seelen gemeint, die da rausgeschubst worden sind. Und wir sind einer davon, der da rausgeschubst worden ist. Jeder einzelne von uns. Und wir sind zur Stunde in dieser Welt. Da mussten noch ein paar Sachen erledigt werden, wie übrigens auch, damit ein Baum entstehen kann, wie eine Kuh entstehen kann, wie Apfel entstehen kann, so mussten auch noch bestimmte Vorarbeiten geleistet werden. Körperlich gesehen, dass es eine Körperhülle gibt, und die sind geleistet. Und deshalb, und dieser Körper ist vergänglich. Mich würde manchmal interessieren, ich habe es bis heute nicht verstanden. Denn wenn man zum Beispiel die Bibel, das Totenbuch liest, durcharbeitet, und dort steht ja, der Mensch, das wird dann so schnell zur Floskel, jeder Mensch soll so leben, als wenn er morgen tot sein könnte. Vielleicht wohnt in uns so ein Verdrängungsmechanismus, dass man das ja nicht denken. Vielleicht ist es suggeriert worden, dass wir es nicht denken. Oder vielleicht gehört so, dass der Mensch nicht dran denkt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Nur wenn man das sich einmal wirklich aus dem Toten, im ägyptischen Totenbuch ist analog, wirklich mal bewusst macht, wir müssen hier alle wieder weg. Jeder von uns muss hier weg. Ob er will oder nicht.
Und es mag dann ein bisschen im ersten Moment angstauslösend sein oder angsteinflößend sein, wenn man diese Totenbücher liest. Die haben ja ein anderes Ziel dahinter in diesen Stellen, dass man mit einem vergänglichen Bewusstsein, nenne ich es mal so, spazieren geht hier. Und diese Vergänglichkeit ab und an mal mit einbindet in seine Denkebenen und in seine Handlungsebenen. Wenn man es mal wirklich sagt, okay, ich bin jetzt hier, aber eines Tages bin ich weg. Frankl würde sagen, weg vom Fenster. Und es ist so, dass in uns immer irgendwas wohnt, das zur Verdrängung arbeitet bei den meisten Menschen dort außen. Ich habe bis heute keine Lösung gefunden und jedes Mal, wenn ich wieder mal ein Totenbuch zur Hand nehme und da drin ein bisschen was durcharbeite, denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Dieser Verdrängungsmechanismus. Die Menschen denken immer, sie leben in diesem Körper ewig. Und das kann man schon mal gleich aussortieren. Also, und der hat jetzt, wenn wir es ganz nüchtern betrachten, er hat es ja damals festgelegt, alle müssen wieder zurück. Da gibt es dann noch Zwischenstationen. Ich meine jetzt nicht die 12 Stationen des Todes, sondern wir haben ja obere Seele und der untere Seele. Und die obere Seele ist ja im günstigsten Fall jetzt schon in Yetzirah und von dort aus wird eine untere Seele weggeschickt. Vielleicht Yetzirah. Es gibt 4 Welten. Wir haben die Welt bei Gott, von der wir gerade reden, die auch nicht in der Bibel kommt. Dann haben wir die Welt der Schöpfung. Das ist dann die Bibelgeschichte. Gott schuf Himmel und Erde. Dann gibt es noch die Geschichte um das Paradies. Und das Paradies ist in der kabbalistischen Welt die dritte Welt. Das ist dort wohnt das Paradies, bitte symbolisch gemeint, der Garten von Eden. Und dann haben wir diese Welt, die vierte Welt, in der wir uns momentan aufhalten. In der wir momentan einen Körper besitzen, der vergänglich ist und in dem eine Filiale wohnt von der oberen Seele, wo die, das ist jetzt rein kabbalistisch, bitte, wo die obere Seele noch mit hier rein muss in diese Welt, aus bestimmten Gründen, oder dann die 1-4-Verbindung so weit fortgeschritten ist, dass sie nicht mehr mit hier rein muss und nur noch die Filiale hier reinschicken muss in den Körper, der bitte auch, wir sind nicht zufällig in einem Ort geboren, wir haben nicht zufällig diesen Körper. Bitte lasst die Geninformation ein bisschen. Auch das hat wieder seinen Grund, warum die Geninformationen so aufgebaut werden mussten. Und es ist nichts, nicht mal ein Pfennig dem Zufall überlassen. Nicht mal ein Pfennig. So. Wirklich nicht mal ein Pfennig, wenn man es richtig durcharbeitet. So. Deswegen sage ich ja manchmal, wenn dem Menschen bewusst wäre, wie großartig er ist, jeder Einzelne, was da für ein Werk vollbracht werden musste, bis der erstmal hier stehen kann. Und wenn man dann hinschaut, wie viele Menschen, ich rede jetzt von Menschen, nicht von Schettin, sich gefangen nehmen lassen, in Gefangenschaft hier leben, ihr ganzes Leben in der Besessenheit, so wird es in der Überlieferung gesagt, verbringen müssen. Ja. So, also, dies sind die 4 Welten. Nochmal langsam, es gibt die Welt bei Gott. Die wird auch in der Bibel nicht erwähnt, in der diese Prozesse ablaufen, von denen wir gerade reden.
Dann haben wir die Welt, Priya nennt sich das, wo diese Schöpfungsabläufe sind. Erster Tag der Schöpfung, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter, sechster, siebter Tag der Schöpfung. Dann haben wir eine Stufe darunter, die Welt Yetzirah. Es wird immer gerne übersetzt mit die Welt der Formwertung. Also es ist noch, steckt ja schon ein bisschen das Wort drin, es ist noch keine Form, aber Formwertung, es passiert wieder, brauchen wir ja wieder, kennen wir schon vom Alten der Tage, das kennen wir schon von Elohim. Muss immer irgendeine Tatkraft noch her, irgendein Umsetzungs. So, und die Welt Yetzirah ist sozusagen das Fertigmachen der Voraussetzungen, dass diese Welt entstehen kann. Überleg mal, was uns die Kirchen erzählen, Himmel und Erde. Und so wird es uns verkauft. Entschuldigung, ist alles böse vier. Alles. Weil sie die Menschen damit in die Hölle jagen. Ohne Ausnahme. So, also, und jetzt sitzen wir hier rum. Haben wir einen Körper, der logischerweise, hier dürfen wir mal Logik sagen, wie alles, was hier ist, bis auf ein paar Ausnahmen in Anführungsstrichen, durch eine Mama und durch einen Papa entstehen muss. Zumindest aus einer Polarität entstehen muss. So. Weil wir hier einen Körper brauchen, eine Umhüllung, ist noch besser formuliert. Einen Raumanzug brauchen, wenn man die Welten als Räume nimmt. Jedes als Welt einnimmt, dass man mal von anders reinschauen. Können wir sagen, okay, sollte da rein? Ja, haben wir schon einen Raumanzug für ihn, für diese Welt. Da drüben hat er auch einen Raumanzug, andere Welt. Braucht er auch. Also, beide sind in Wirklichkeit Lichtausgleitungen. Nur hier ist das Licht in der grobstofflichen Form, da oben in der feinstofflichen Form. Ohne Körper geht es nicht. Das ist da vereinbart worden. So. Und in diesem Körper, in diesem Gefäß, in dieser Hülle, wohnt jetzt eine untere Seele. Losgeschickt worden von der oberen Seele. Und nochmal, es ist kein Zufall, dass ich in dem Ort geboren bin, wo ich geboren bin. Dass ich diese Sprache haben sollte, die ich habe. Bitte, ihr könnt es eins zu eins auf euch übertragen. Nicht zufällig, dass diese Eltern, die ich hatte, habe. Also meine Eltern sind beide gestorben, aber meine Eltern. Auch nicht zufällig meine Geschwister. Überlegt mal, wenn das alles auf Zufall aufgebaut wäre, dann wäre alles zu spät hier. Da ist ein System dahinter. Das sind die 22 urhebräischen Zeichen. Wer sich damit beschäftigt, wird irgendwann, ob er will oder nicht, diese Baupläne, den Bauplan von Welt und Mensch, verstehen lernen. Also, jetzt haben wir den Elohim. Feld der Schöpfung haben wir. Jetzt haben wir dieses Feld hier liegen. So, ist jetzt da was drin? Wieder nicht. Im Bauwesen würde man vielleicht sagen, jetzt brauchen wir Wasseranschluss, jetzt brauchen wir noch Stromanschluss, Abwasser brauchen wir noch. Und so brauchen wir jetzt da Energien da, damit dieses Feld nach den Gesetzen, besseres Wort, nach den Prinzipien, ein Gesetz ist veränderbar, ein Prinzip ist niemals veränderbar. Da kann man nicht schrauben, ein bisschen links, ein bisschen rechts. Es ist ein Prinzip. Nach diesem Prinzip wird im Feld der Schöpfung gelebt, gearbeitet, gemacht, getan, was immer wir wollen. Und da gibt's, da kann man nicht 5 Cent rüberdrehen, 5 Cent nüberdrehen. Und das nennt sich die 10 plus 1 Sephirot. 1 ist Sephira.
Im Feld der Schöpfung müssen 10 plus ein Grundpfeiler Eigenschaften errichtet werden vor dem Start. Sonst purzelt da alles wieder zusammen. Und das sind die 10 plus 1 Sephirot. Muss ja irgendwas her. Stell dir mal vor, wäre wieder nichts da. Dann schubst man das raus und ist keine Ordnung da. Wo können Sie denn jetzt hin? Wohin? Also müssen wir jetzt erstmal da was reinlegen in das Feld der Schöpfung, damit im Feld der Schöpfung schon mal alles geregelt ist. Alles. So, da haben wir dann Keter, Kogma. Keter ist Einheit, Auseinheit, die erste, wenn wir Kogma nehmen. Die reine Weisheit der Einheit. Dann Bina ist die Intelligenz der Einheit. Chesed ist dann Barmherzigkeit. Begura ist dann Strenge, weil wir brauchen auch eine Strenge da drin. Weil damit nichts mehr links und rechts läuft. Das ist genau so nach und nicht anders. Es werden diese Eigenschaft da reingelegt. Es wird die Intelligenz der Einheit. Bitte nicht, es ist keine Intelligenz, die Menschen haben. Sondern das brauchen wir dann später 1-4-Verbindung. Deswegen wird es auch geheißen, heißt es auch, urhebräisches Logisch bezieht sich immer auf diese Intelligenz der Einheit. Strenge, dann Schönheit, Sieg, das Prachtvolle, Hot ist das Prachtvolle, Jesod die 9, das Fundament, Malchut ist 10, unsere ursprüngliche göttliche Welt wird da festgelegt, dass es so weit runter geht, bis zu unserer Welt, ist dort oben festgelegt. Wenn nicht, wäre es wieder nicht weitergegangen. Und die 11 ist dann die Erkenntnis des Menschen. Das muss dennoch mit reingelegt werden. Dass die in der Lage sind, die 1-4-Verbindung zu erkennen, das Wortwissen zu erkennen, die Struktur zu erkennen. So, das übersteigt wieder menschliche Vorstellungskraft. Jetzt haben wir, es ging alles los, dass es da einen heiligen Alten gibt, der eine Idee hatte. Da musste einer diese Idee rüber transportieren in einen Ursprung, wo JHWH zu Hause ist, also der Gott, der den Ursprung, die Einheit managt, Gänsefüßchen. Dann musste der Elohim her, der das Ganze dann irgendwann mal raustransportiert. Der hat dann schon mal erstmal das Feld der Schöpfung da installiert. Dann hat er die 11 Sephirot installiert, von dem wir gerade gesprochen haben. Musste ja. So, jetzt haben wir es erstmal. Jetzt müssen wir überlegen, was wir machen. Wie wir weiterarbeiten. Wir haben die Grundpfeiler. Wir haben festgelegt, was geht und nicht geht da oben. Jetzt braucht man noch irgendwie ein Werkzeug, nachdem wir genau wissen, was wir da wie zusammenbasteln müssen, dass später das dabei rauskommt. Und das sind die 22 urhebräischen Zeichen. Das sind sozusagen jetzt Eigenschaften. Jede hat eine eigene Eigenschaft. Und wenn wir weiter basteln, müssen wir sagen, da brauchen wir diese Eigenschaft, das brauchen wir noch dazu, das brauchen wir das, das. Dann haben wir die 5 Zahlenkombinationen, müssen noch genau die Reihenfolge einhalten. Zum Teil kann es sein, dass der Mensch mit dem Göttlichen in Kontakt kommen soll. Göttlich wäre in unserem Fall jetzt entweder die 1 oder die 5. 5 ist die 1-4-Verbindung. So kann es sein, dass wir Bewegung da drin brauchen, die 3. So kann es sein, dass wir das runterfahren müssen bis in diese Welt. Dann haben wir die 4 oder die 40. Und so muss es immer dabei sein. Denkt bitte an Adam. A
ist das Göttliche. Dam ist 440. Da kann nicht 1, 4, 5 sein. Weil dann kommt er uns nicht runter hier. Nicht in diese Welt. Der ist von oben schon festgelegt, dass die Seele bis in die Wasserwelt ist, die 40 hier rein muss. Die Seele. Hätten wir bei der 3 gebremst, wäre dann nicht runterkommen. Und so lässt sich das, und das meine ich mit Wertung, auf jedes Teil, was hier auskristallisiert ist, auf diesem Planeten, lässt es sich in Zahlenkombinationen, in urhebräischen Zahlenkombinationen lesen. Weil es musste da oben vor, ist es festgelegt, und jetzt passiert nichts anderes, als dass da runterkommt. Nichts anderes. Durch die einzelnen Phasen hindurch, bis es hier unten ist. Dann schauen wir wieder oben hin, Zahlenwert, alles klar, passt. Und dort ist kein einziger Fehler drin. Nicht ein Müh gedreht, dass es nicht funktioniert. Das sollte uns bitte, bitte bewusst sein. Wir können eine Blume nehmen, wir können einen Baum nehmen, wir können einen Stuhl nehmen, wir können unser Stehen nehmen. Wenn wir stehen, ist die 1 oben und die 4 ist unten. Wenn wir liegen, ist es wieder anders. Wenn wir uns bewegen, ist es wieder anders. Es lässt sich alles in Zahlenwerten ausdrücken. Alles. Und wäre es nicht in Zahlenwerten ausgedrückt, dort oben, würden wir nicht gehen können. Nur gehen ist was anderes als stehen. Und sitzen ist nochmal was anderes. Wenn man denkt, dass die vier Wesen, ich meine hier nicht verdienen, gell? Aber das Wort wird immer Wesen benutzt, leider hinzufügen, die am Gottesthron sitzen, die vier. Und Gott sitzt am Thron. Und wenn wir uns bewegen, dann ist das Symbol, wir sollen uns zur 1-4-Verbindung bewegen. Und wenn ihr schon mal euch bewusst gemacht habt, bis auf Ausnehmen wieder, normalerweise beim Gehen bewegen wir unsere Hände, dass wir handeln können. Gut, dann gibt es ältere Leute vielleicht, die ab und zu mal so hin spazieren gehen. Dürfen die auch, aber das meinen wir hier nicht. Das hat auch wieder Bedeutung. Es ist nichts auf diesem Planeten, was bedeutungslos wäre. Das sollte uns bitte immer bewusst sein. Kein Fingernagel ist zufällig hier. Kein Fingernagel bricht zufällig ab. Nur die Herausforderung ist, dass wir diese Ordnung wieder sehen lernen. Es dauert halt ein bisschen, wer auf dem Weg sich macht. Nur das ist die Herausforderung. Und wenn wir bedenken, wie muss ich mal schnell. Wenn wir bedenken, wie die Menschen da außen nur noch im bekannten Verstand unterwegs sind, nur noch, die kennen das andere gar nicht, die können gar nicht in Kontakt kommen. Die kennen das gar nicht. Und damit, und das meine Mitwertung, können sie auch die fertige Welt Gottes, die hier auf Erden ist. Nur die können sie nicht sehen. Die müssen immer das Chaos sehen. Das ist der bekannte Verstand. Und der Erkenntnisverstand mit Einsicht möchte den Menschen diese verborgene, aus unserer Sicht auf bekannten Stand verborgene Welt Gottes, den Menschen zeigen. Dass es da ist. Dass wir gehen, sitzen, liegen auch, und dass da noch was anderes dahinter ist. Das ist die Aufgabe natürlich jetzt der 22 urhebräischen Zeichen. Oben wird jetzt alles als Zahlenkombination festgelegt. Alles. Jede Charaktereigenschaft, jedes Handeln ist ja auch schon wieder Charaktereigenschaft. Es gibt nichts, was nicht festgelegt war oben.
Wir brauchen diese Zahlenwerte, diese 22 Zahlen, plus den einen, der 23. Buchstabe, der versteckt werden musste, weil sonst hätten die Menschen schon die Lösung. Und die Lösung müssen sie selber finden, sonst hätte Gott mit hier reingespuckt, wenn er den 23. Buchstaben öffentlich gemacht hätte. Nur dieser 23. Buchstabe ist das, was die Lösung ist. So, also, jetzt haben wir das auch noch mit drin. Unsere Buchstaben. 9., 10. So, jetzt haben wir auch noch das Handwerkszeug. Was wir brauchen, dass wir die Zahlen haben. Und die Intelligenz weiß jetzt, wenn ich es hier unten am Schluss als Auskristallisierung brauche, wenn ich habe hier unten brauche, dann brauche ich bestimmte Zahlenwerte, dass durch diese Welten hier runter am Schluss in dieser stofflichen Welt, in der Anfasswelt, das dabei rauskommt, was oben festgelegt ist. Und die Bibelkursinnen merken ja, wissen ja schon, dass es dort so langsam und allmählich in diese Richtung geht. Ja. So, das sollte mal ein kleiner Ausflug sein, was wir da machen werden, was wir die 3 Abende unternehmen, was wir durchgehen werden, um vielleicht noch ein bisschen tieferes, anderes, weiteres Verständnis zu bekommen von einer Welt, die es zur Stunde außen fast nicht gibt. Weil das Böse denkt, ich wäre heute den Impuls, den 49. Impuls, glaube ich, war es, gelesen hat. Wir sind gerade im 10. Geschlecht. Aber wollen oder nicht? Wir sind im 10. Geschlecht. Schaut raus. Lest euch das 10. Geschlecht durch in der Bibel. Es steht alles drin. Die ganzen Eigenschaften stehen drin. Und es musste bis dorthin getrieben werden. Und jetzt kommt, wie immer, beim 10. Geschlecht eine große Änderung, Veränderung. Und wir erleben es ja. Das war natürlich, ich habe gestern mal gedacht, ich habe immer 5. Schwangerschaftswoche gesagt. Dann habe ich mal gedacht, ist es vielleicht doch erst die 3., weil dann kam der Gedanke, warum lassen die in Deutschland bis zur 3. Schwangerschaftsmonat abtreiben? Muss doch irgendeinen Grund haben, einen tieferen. In der 3 bis zur 3. Monat ist es, und dann kommt eine Wandlung in der 4. Das habe ich dann auch mal biologisch recherchiert, genauso ist es auch. Dann immer bei der 3, und das kennen wir ja auch von den magischen Zahlen, 1, 2, 3, dann kommt Ebenenwechsel. So können wir den Ebenenwechsel jetzt auch wieder sehen. Ja. Und wir sind in einem Ebenenwechsel, 10. Geschlecht, wo, wenn wir die Zahl 10 nochmal analysieren, hier ist bitte nicht die Zahl 10 so gemeint, wie wir es wieder kennen. Hier ist gemeint 1 plus 2 ist 3, plus 3 ist 6, plus 4 ist 10. Das ist gemeint. Also bitte hier wieder mit dem Verstand, mit Einsicht hineindenken. So. Also, Stefanie, können wir irgendwie noch, wer noch dabei sein möchte, ich sehe schon gerade die Heike, ich sehe Winfried ist dabei, Sonja ist dabei, genau, also Markus sehe ich noch. Also wer dabei sein möchte, gerne die 3 Abende, wer Zeit hat, es wird aufgezeichnet, ihr könnt es euch nachträglich auch ansehen. Es geht nur in Anführungsstrichen um das, was vor
der Bibel und kabbalistischen Wissen überliefert ist. Irgendwann war er nur mündlich und irgendwann ging dann der Buchdruck los, der Schreiben los, Schreiben los, Buchdruck los. Genau, wer dabei sein möchte, tut es bitte. 23. Dezember, Samstagabend, 30. Dezember, Samstagabend und 6. Januar, wieder Samstagabend. Also wer da möchte, für eine Viertelstunde, sage ich jetzt mal, Mose hat, Zeit hat, Laune hat, der möge gerne dabei sein. Ja, ansonsten sehen wir uns ja nochmal vor Heiligabend, wer dabei ist, genau. Ich wünsche euch, die ich nicht mehr sehe, den anderen natürlich dann auch noch, schöne Weihnachten. Ja, denkt bitte daran, wer möchte, am Heiligabend alle Jahre wieder und der Weihnachtsbaum, der Baum ist der Baum des Lebens, ist die 1-4-Verbindung und gibt es den Baum des Todes. Das ist die böse 4 oder minus 4. Weil wenn das im Paradies ist, muss es hier auf Erden geben. Nur mal so nebenbei, es ist ja runtergestürzt. Wenn das ist nicht da oben, das Paradies zur Stunde. Es ist hier, mitten unter uns. Und wir, zeitlich begrenzt, Mitwertung nochmal zeitlich begrenzt, gehen hier für bestimmte Zeit hier spazieren, damit unsere Seele in Kontakt kommt mit der 1-4-Verbindung. Also, ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Wirklich wundervoll, ich meine das wörtlich. Eine gute Vorweihnachtszeit. Schönen, ja, sinnvollen Heiligabend. Und dann zwischen den Jahren, ihr denkt bitte daran, habe ich heute auch ein paar Mal dran gedacht, dass es neben dem Kalenderjahreswechsel, im alten Wissen wird Jahreswechsel bezeichnet, ein Mensch, der bis gestern die böse 4 oder nur 4 gelebt hat, jetzt beginnt auf dem Weg der 1-4-Verbindung zu gehen, das wird als Jahreswechsel bezeichnet. Und nicht, wenn wir Jahreswechsel nehmen, es war Jahreswechsel, und wir dann denken, naja, wahrscheinlich feiern die heute Abend Silvester. Nee. Jahreswechsel in der Bibel ist weg von der Bösen oder und von der nur 4 hinüber auf dem Weg zur 1-4-Verbindung. Dann machen wir jetzt Feierabend, schönen Abend, schlaf gut, träum was Süßes und bis die Tage. Ja, ciao. Tschüss. Tschüss.